ihr dran geblieben seid. Jetzt haben wir hier den nächsten Kracher für euch. Die Kieler Kelpies gegen die Thunderbirds aus Trier. Hier ist Philipp für euch. Und an meiner Seite steht Philipp. Ja, hallo Philipp. Philipp, es freut mich einfach, mit dir kommentieren zu dürfen. Das ist einfach toll. Ja. Doppelte Philipp-Duos. Jetzt können wir Philipp aus Heidelberg und Philipp aus Hamburg und können euch hier erstmal zeigen, was British Community heißt. Denn erstmal gibt es hier Shake Hands zwischen Thunderbirds Trier und den Kieler Kelpies. Zwei neueren Teams, sag ich mal. Die Thunderbirds Trier, Meister in der Rhein-Main-Liga. Ja, Meister in der Rhein-Main-Liga haben durch von einem Vorfeed von Darmstadt offenbar profitiert. Das Rückspiel dann allerdings auch knapp genug verloren, um Erster zu bleiben. Und dadurch bin ich auch sehr gespannt, wie sie jetzt gegen Kiel sich schlagen werden. Also anhand dieser Liga-Platzierung würde ich jetzt sagen, Trier favorisiert. Ich kenne die Kieler nicht ganz so sehr. Philipp, da bist du ein bisschen näher dran. Ich würde dennoch sagen, mein Geld wäre hier auf den Trierern. Ja, wie gesagt, ich kenne die Rhein-Main-Liga fast gar nicht. Die haben ja auch nur vier Teams. Und da bin ich sehr gespannt. Kiel in der Nordliga auf dem fünften Platz. Wie viele Teams seid ihr da im Boden Norden? Sieben. Sieben Stück? Okay, ja, es gab zwei Teams. Aus der Rhein-Main-Liga. Und... okay, erstmal Chaser Nummer 77 sucht hier nach einer Option. Passt auf den linken Wing. So, schauen wir mal. 2-2 Defense von den Kielern hier, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber mit einer Offensiv, guck mal, die 77 steht hier ganz offensiv. Also ganz offenbar decken sie immer die hintere Person ab. Ich weiß nicht, ob sie da Druck mit dem Blatscher machen wollen, die Reset-Option dichtstellen wollen. Oder was der Plan dahinter ist. Bisher viel über die Nummer 77 von Trier. So. Muss jetzt aber erst warten, sie haben keinen Klatscher. Mann. Der Beat war nicht ganz so gut. Aber jetzt. Schön, aber die Nummer 30 hier. Oh, und da haben die Pickups. Nein. Sehr zumindest schönes, klares Reffen. Das ist immer gut, wenn genau ganz früh klare Ansagen kommen. Was meinst du, Philipp? Ey, bin ich ein großer Fan von dir. Kannst du mal einfach klar machen, wer hier der Boss ist. Das ist nämlich der Herr oder die Frau im Schwarz-Weißen. Und dann das Spiel aber gerne noch ein bisschen laufen lassen und den Leuten klar machen, ich weiß schon, was richtig ist und was falsch. So. Hast du eine Ref-Lizenz, Philipp? Ja, hallo, Headref. Headref? Alter. Aber noch nie gerefft, muss man das so sagen. Man, noch nie gerefft. Ich bin nur zum Pöbeln da. Wirkliches Reset geused hier? Man muss natürlich dazu sagen, es werden eigentlich fast nie Resets geused, zumindest in unserer Liga nicht, deswegen ist es fast immer egal. Okay, wunderbar. Die Nummer 16 kann drive, und guter Wurf! Schön mit Schmackes. 10 zu 0. Das ist Kelvin oder Lennart. Das ist immer nicht ganz klar. Es ist Lennart. Es ist Lennart. Sie sehen haben, die beiden sich ähnlich? Für nicht unbedingt. Aber wir haben mir sehr gefallen hier. Lennart, die Nummer 17, hat einen starken Oberhandwurf. Richtig gut. Da war schon mal Bums dahinter. Und das sorgt fürs 10 zu 0 für die Kieler Kelpies. Ja, Trier Thunderbirds jetzt mit Bludger Control. Mal schauen, wie sie damit angreifen. Kiel mit einer 1-3, würde ich fast schon sagen. Defense lassen den Troll hinten laufen. Ja, sieht eher nach Zonenverteidigung aus als und jetzt hatten, ja, und kein Tor. Kein Tor, den hätte ich schon fast. Ich hätte ihn auch fast drin gesehen, aber da fehlt dann. Geht's auf Nummer sicher, machen Sie es halt so. Gar kein Problem. Ja. Jetzt darf der Torhüter natürlich den Ball aufnehmen, wenn er nicht fordert, ist aber sofort drin. Er muss nicht zurück in die Keeperzone, weiß er das? Weiß er. Er weiß es, wunderbar. Sag mal, kannst du mir sagen, was ist denn ein Kelpie? Ich habe den Begriff noch nie gehört. Das sind, ich glaube, es kommt aus auch fantastische Tierwesen oder so. Kelpies sind Wasserpferde, wenn ich das richtig weiß. Ja, das passt auch zu Kiel wie die Faust aufs Auge. Genau, die dann, die seht ihr vorne auch, wenn ihr mal so ein Trikot seht von vorne, die dann ihre... Schön. Fängt, jetzt ist der Blatscher wieder da. Oh. Ah, schade. Aber der Ball ist noch heiß. Wenn sie den Picker bringen, aber nein. Bisher war Trier deutlich stärker bei Pickers, haben schon drei Pickers gekriegt, auch wenn einer gecallt wurde vom Ref. Da sind sie auf jeden Fall wach. An sich muss ich sagen, gefällt mir, was Kieler angestellt hat. Nicht schlecht, da fehlt noch so ein bisschen die letzte Genauigkeit bei den Pässen, aber an sich war das nicht schlecht. Die Nummer 9, schön rechts durchgegangen, sieht da die Option frei stehen. Das war mal wieder Lennart, der sich gut positionieren, gut zu positionieren weiß. Nicht schlecht. So, oh, Blatscher Control wieder geholt. Okay. Control geholt. Und jetzt. Aber der Pickup ist wieder bei. Nein, der Pickup ist bei Kiel. Gut. Ein bisschen Pech, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gesehen habe, dass da jemand noch gekickt hat irgendwie. Ja, genau, da war schon. Trier war schon wieder wach, kann man sagen. So, mal schauen, was jetzt.
So, nochmal die Wechselprocedure. So, das ist natürlich immer ganz gefährlich, wenn gar kein Quaffle, kein Bludger beim Quaffle ist. Ja. Gibt es natürlich immer Möglichkeiten zum Mini-Pressen. Da kommt der Rap, aber geht der mal auch runter? Nein. Schön aus. Aber der, dann, jetzt fehlt der Support. Und wenn sich von hinten. Ah, nein. Sie hat es alleine geschafft. Okay, wieder zurück zum Quaffle-Game. Was kommt jetzt? Ein Bludger bleibt hinten. Da sind alle Situationen da. Und das ist ein wunderschöner super. Pass. Pass direkt, wo der Bieter geworfen hat. Ja. Genau so will man es haben. Hier gefällt mir in der Offense ganz gut, muss ich sagen. Da werden die Spieler laufen sich frei, es wird ein bisschen penetriert und dann geht man einfach auf den nächstbesten Pass. Auf die Options, die dann verfügbar sind, das gefällt mir recht gut. Ja, 20-10 für den Außenseiter. Ja, oder auf dem Papier Außenseiter, wenn wir es mal sehen. Bei manchen Außenseiter. Bisher präsentiert sich das hier als ziemlich ausgeglichen. Und jetzt könnte ein bisschen Druck kommen, kommt aber nicht von den Bietern. Und das, jetzt sieht man keine Bieter für ganz lange, für ganz lange. Wenn sie jetzt hinten das und Druck machen. Und, wirft daneben, aber er hat noch Zeit. Jetzt kommt die große Gefahr, genau das ist die große Gefahr, wenn man die Defense dann vernachlässigt. Aber, schön, aber der Bludger ist wieder da. Das macht Spaß. Und schöner Sprint. Jetzt kommt der Konter. Und wenn er es schafft, ihn zu triggern und dann zu passen, passt er. Er ist abgelenkt. Er ist abgelenkt. Hohe Bogenlampe. Aber sie haben ihn geschickt wieder. Und das ist schon wieder der Pickup. Aber der Bieter hat aufgepasst. Jetzt müssen sie sich beeilen. Aber sag mal, der Lennart hat einen guten Sprint. Also der macht da ganz gute Beschleunigung. Kommt da auf die linke Seite durchziehen. Und dann die Bogenlampe war ungünstig. Dann sind wir uns einig. Da muss er ein bisschen genauer auf den Receiver gehen. Da war seine Chaserin, glaube ich, ein bisschen besser positioniert, wenn ihr da einfach einen geraden Brustpass. Ja, der Bieter war in dem Moment auch abgelenkt. Genau. Er hätte vielleicht noch andere Möglichkeiten gegeben, aber grundsätzlich. Und schon wieder, was ist hier los? Schon wieder keine Bieter für ganz lange, keine Bieter für super, super lange. Pass. Und was? Ja, sauber. Sauberer Pass direkt vor die Hoops, auch schöne Positionierung für eine keine Bieter-Situation. Ja, die sicher Chaser, gefangen, schnelle genau. Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Chaserinnen hier machen einfach weiter, Nummer 4 und 5 von den Kielern. Schönes Zusammenspiel. Gesehen, dass da die Klatscher nicht dran sind. Aber jetzt nutzt es auch die Nummer 17 von Three Thunderbirds. Sehr gut aus. Also ich will es nicht sagen, chaotischer Spiel, aber es lebt halt von den Situationen, wo gerade im Beating Game ein bisschen Übersicht verloren geht. Und das nutzen beide Mannschaften bisher recht gut aus. Bisher hier mit 30-20 vorne. Der Beat hat gesessen. So, aber, jetzt eine Pressing-Situation. Müsste abgepfiffen werden, ja. Schöne Aktion von der Nummer 25, der Trierer. Und jetzt haben wir mal eine sortierte Defense. Genau. Schauen wir mal, was Trier gegen das machen kann. Okay, Point Defender direkt an der Mittellinie. Und, er war beat, oder? Er war nicht beat? Er war beat, genau. Er hat nicht auf die Beater geachtet. Und da müssen... 23, schludriger Pass ein bisschen und das rächt sich. Geil verteidigt. Das war ein sicher geglaubtes Tor. Und die Nummer 20 schafft es hier rechtzeitig noch eine Hand an den Driver ranzubringen. Und gleich, wenn jetzt die Nummer 3 aufpasst, haben sie die Bludger Control? Nein, haben sie nicht. Ja, schade. Und Trier hat auch noch geschafft, währenddessen sich die Bludger Control zu holen, obwohl sie in einem Tackle waren und eigentlich keine Beat hatten. Quasi. Also mir gefällt Nummer 25, Carmichael von den Trierern. Viel Energie, die er da ins Spiel bringt, seit er eingewechselt ist. Ja. Nimmt den Beat raus, richtig klasse. Ja, was mir hier auch sehr gut gefällt, dass sie sehr viele Cherry Picks machen, zwischendrin. Ihren Chasern damit. Platz geben. Das war die falsche Entscheidung. Carmichael war da. Bockstark. Dodge noch. Okay, den muss ich mir nachher mal raussuchen. Der gefällt mir, Nummer 25. Sehr aggressiv, aber sicherer Werfer. Schnell gemacht. Ermöglicht hier die Offense der Trierer. Eine kleine Renaissance. 30-30. Oh. Hier lässt Trierer immer bis kurz vor die Keeperzone kommen. Und das rächt sich, ja. Und das ist, kann man machen, muss man dann natürlich auch alles durch dichtstellen, sag ich mal. Aber schon, spannendes Spiel. Ja. Passiert viel. 40-30, also das macht echt Spaß beim Zugucken. Jetzt aber gerade finde ich die Trierer im Aufwind. Das Beating Game wird aktuell von den Trierern bestimmt. Kiel hat wenig Antworten jetzt auf Carmichael gefunden, die Pässe kommen. Ja. Werden aber sofort von den wachsamen Bietern abgefangen. Da wäre ein bisschen Geduld vielleicht doch. Es ist immer schwierig, man ist on-pitch, man ist unter Druck und hat dieses Gefühl, ich muss den Ball jetzt irgendwie nach vorne bringen. Aber das ist halt immer kontraintuitiv. Aber da kann man natürlich auch mal sagen, okay, lass uns mal ruhig machen, warten, bis alle da sind, bis wir wirklich auf dem Angriff sortiert sind. Aber es ist schwer, es ist
Schöner Medium-Range-Shot von der Keeperin. Die Keeper so laufen und dann geht's weiter. Philipp, du bist ja ein gestandener Bieter. Was würdest du jetzt tun, um hier vielleicht mal die Blattkontrolle zurückzubekommen? Weil die ist ja schon eine ganze Weile bei den Trierern. Vielleicht irgendwie ein der Bieter ein bisschen aus, dann aus der Hälfte rausnehmen. Und dann, was würdest du jetzt tun, um die Blattkontrolle zurückzuholen? Erstmal ist das der Besen runterschmeißen. Sehr gute Frage. Jetzt mal ein kurzes Timeout von Kiel, die jetzt auch gemerkt haben, dass das Momentum gegen sie spricht. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, wer du gerade bist, sag ich mal, ja. Wie die Bieter-Situation ist, wenn man die ganze Zeit unterlegen ist. Ja, muss man ein bisschen gucken, dass man vielleicht ein bisschen stärker die Chaser einbezieht, weil wenn man schon seit 5 Minuten anläuft und keine Bludger-Control wiederholen kann, muss man da vielleicht auch ein bisschen darauf achten. Ja, allerdings, wenn man es über Trier macht, die ja auch bis zur Keeper-Zone kommen, ohne bedrängt zu werden, egal, Bludger-Control, keine Bludger-Control, und dann mit dem Range braucht man ja auch keine Tore zählen am Ende. Das ist richtig, ja. Ja, dann muss Kiel ein bisschen mehr Druck aufbauen. Es kann nicht sein, dass der Chaser unbedrängt an die Keeper kommt. Und das ist ja an sich, kann man vielleicht noch gerade hinwegsehen, aber dass dann keiner in den Loop steht, um den Arme zu heben kann, das ist halt fatal. Ja, möglicherweise muss man auch bedenken, so die letzten Angriffe, während die am Anfang sehr gut waren und von dem schnellen Spiel profitiert haben, waren jetzt vielleicht etwas zu hektisch, wenn wir da etwas mehr Zeit hätten, weil in der Verteidigung Bleacher-Konstruktionen funktioniert auch manchmal. Mhm. Ist aber vielleicht gar nicht so viel Druck da zu werfen. Und da könnte man vielleicht mal die Offense etwas stärker nutzen, auch mal einen Beat zu ziehen, wenn ein Beater in der Nähe ist, um dann einfach mal einen Pickup von dem Bludger zu machen. Wir sind gespannt, was Kiel sich jetzt überlegt hat. Genau. 10 Minuten sind rum, da ist noch ein bisschen was zu spielen. Trier hat sich jetzt in einen kleinen Puffer rausgespielt, das ist aber noch alles in Swim Range. Und ich würde auch sagen, diese Mannschaften sind ein gutes Matchup miteinander. Es war Spaß zu gucken. Da weht die große Trier-Flagge. Storm is coming. Wenn wir mal nach oben gucken, werden wir das auch. Ja, wir zählen, ja. Doch, jetzt hier. Sie singeln einen, der Beat aus. Oh. Schöner Block und jetzt können sie pressen. Ja. Da muss sofort das Reset kommen. Gar nicht. Aber es war noch nicht mal ein Reset gesused bisher und schön nach vorne gespielt. Super, jetzt, super. Das ist jetzt sind beide so aggressiv. Und wenn jetzt der Pass kommt und. Ah, Pech gehabt. Schade. Aber das ist immer wieder die Gefahr, wenn beide Beater pressen. Auf der anderen Seite sind jetzt da die Beater so aggressiv und der Platz ist frei und das ist natürlich. In unserem Sport, wenn einer im vollen Lauf ist und man unter einen Arm tackeln kann, muss man einfach deutlich stärker sein. Oder zu zweit. Und da ist dann auch das Tor. Aber nochmal zu der Bieter-Situation. Genau. Wenn eine Person einfach massiv überlegen ist, dann muss man manchmal auch, dann hat man einfach irgendwann auch keine Sonne mehr. Und, ja. Sehr schön, die Nummer 89 räumt hier richtig auf, nimmt die Klatsche hier raus. Das Sockeplatz ist schade, der Beat noch gut gesetzt, aber eine halbe Sekunde zu spät. Aber ein Foul. Da war wohl was die Trierer nicht ganz regelkonform gemacht haben. Hast du was gesehen, Philipp? Ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie vielleicht falsch geinboundet sind. Man muss ja inzwischen immer lotrecht, also genau auf den kürzesten Weg zum Pitch reinlaufen. Aber, ich weiß gar nicht, gibt es eine blaue Karte? Gibt es eine blaue Karte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ein Back-to-Hoops gibt es vielleicht eine blaue Karte. Also, was bist du da, Philipp? Also, was Regeln geht, das ist jetzt dein Job. Ich bin ja immer nur dafür da, zu meckern und zu sagen, mach was. Und dann wissen die, welche Karte das ist. Als Peter muss ich halt immer nur wissen, ich resette nach hinten. Genau. So, da muss ich back to move, dann hat mein Partner wenigstens den Blatt schauen. Das ist simpel, ne? Das kriegt man noch hin. Das kriegt man auch noch so als Spieler hin, ja. Aber wenn wir jetzt gerade bei den Bieter sind, ich finde es richtig stark, was die Trier hat. Die Nummer 69 und Carmichael, die Nummer 25, das glaube ich, von Trier, macht ein hohes Tempo. Ja, was viel Druck auf jeden Fall. Der nimmt den Klatscher, nimmt nochmal einen riskanten Beat, aber der Trier-Klatscher lag auf dem Boden für ihn und damit hat halt für sehr viel Zeit Design-Team mit zwei Klatschern hat. Clevere Entscheidung, richtiger Call und sorgt für richtig viel Panik in der Defense von den Kielern. Ja, auf jeden Fall. So, da gibt es jetzt hier ein bisschen Klärungsbedarf, was hier genau vorgefallen ist. Der Ref wird es uns gleich lautstark mitteilen. Bisher war das Spiel völlig fair, da kann so etwas, kleine Sachen passieren immer. Bisher gibt es da nichts zu meckern auf Referee-Seite, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Kennst du die Refs eigentlich? Ghost Dance? Es tut mir mega leid, der Ref war schon im ersten Spiel hier zu sehen. Ich konnte mir seinen Namen merken. Der Einzige, den ich jetzt hier entziffern kann, ist Lukas Schmidt. Links hinten der Assistant Ref, ein Münchner Wolverträger. Die anderen sind mir leider nicht bekannt. Das mag an meiner Schludrigkeit gegenüber Referees wird liegen. Ja, okay. In der Szene kenne ich so aus. Souveränes Ref-Game. Ich bin auch gerne abhöbeln bei den Refs, aber sehr souverän. Schauen wir mal. Jetzt ist auch Kevin auf dem Feld. Alles klar. Und
So, jetzt hat vielleicht Kiel hier ein bisschen kleinen Aufwind. Aber schön. Der ruft eben auch wieder den Quaffel raus, aber es kann Pass jetzt, kommen. Das war gut. Und jetzt noch ein bisschen. Ah. Da hatten wir so ein bisschen die Reaktionsschnelligkeit bei 23 gewählt. Da kann man sich noch auf den Ball stürzen. Ja, was Kiel jetzt, vielleicht haben sie es angepasst, jetzt einen Blatscher erstmal defensiv gelassen, zu sagen, okay, wenn wir vorne keine Tore machen, aber hinten keine kriegen, so haben wir auf jeden Fall mehr Chancen. Wir sind ja viel im Konter gelaufen, das war gut, aber natürlich wieder der Pickup und dann ist das Tor auch drin. Grundsätzlich, auch wenn einem in der Offense natürlich ein bisschen Kraft fehlt, dann fand ich die Entscheidung auf jeden Fall gerechtfertigt. So, ich habe jetzt übrigens mal die Fläche besessen, mal nachzugucken, wie unsere Refs sind. Das ist Thomas Berglitsch, der Head Referee, wird unterstützt von Paul Krasemann, Jonas Gürting und Lukas Schmidt. Oh. Die jetzt hier das, die beide Arme heben können, um das Tor für Kiel zu zeigen. 80-40, das war wichtig. Kiel hat mal wieder was gebraucht. Und die Nummer 5, wenn ich richtig teste, hat ihr zweites Tor gemacht. Oder schon doch die andere mal schon bocken. Genau. Richtig, direkt vor den Hoops und hat sie jetzt sogar den Pickup. Sie hat den Pickup. Jawoll! Schön, super. Zieh durch! Und dann den Konter ein. Jetzt könnte ein Drive kommen. Kommt der Drive. Der Drive kommt. Er ist hinter den Hoops. Das ist auch. Und oh! Ja, war drin! Ein Tor! Das war ein Tor! Das war, doch absolut kein Beat Before. Vielleicht ein Beat Before von Thomas Berglitsch so gesehen. Er mag es wissen, er hat die Entscheidungsgewalt, aber auch ich muss sagen, das sah verdammt gut aus. Nummer 5 gefällt mir sehr gut, was sie da macht. Auch sehr schön den Konter dann eingeleitet, aufgenommen, keine Übersicht gehabt, zurückgespielt, damit Leonard mit seinem schnellen Drive dann auch einfach durchziehen kann. Eben, der war ja auch schon im Lauf. Eigentlich auch Top-Situation hinter den Hoops für Bita immer noch mit dran. Es war auch sehr, sehr schwer, das irgendwie zu lösen, weil da nicht so viel Kladderadatsch quasi in der Nähe ist. Und jetzt Kontermöglichkeit? Nein, hier steht defensiv. Und es ist wirklich bitter, ich habe ihn halt auf jeden Fall safe gesehen. Also Beat natürlich, aber. Ja. Und vor allem, sie hatten ja auch noch den Ball. Und ja, so genau. Sehr, sehr bitter. Aber. Ja, manchmal fehlt da so ein bisschen die Karte. Wir finden halt zwei, drei Mal rein, bis dann schlussendlich die Pfeife kommt. Ich glaube, das muss man auch sagen, ist das erste große Turnier für Kiel. Die haben im Eispokal, sind ich glaube, 12. geworden. Ja, also für den 12. Eispokal schlagen sie sich hinterher. Nicht schlecht, muss ich sagen. Und keine Beater für, sehen Sie das, dass jetzt längere Zeit keine Beater sind? Ich würde ja gerne zu hoch, zu hoch. Wieder eine Bogenlampe. Richtige Idee, aber viel zu hoch. Zum zweiten Mal. Und jetzt, die Beater, das machen die Trainer, wie du ja sagst, wieder richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Der Major liegt ganz weit hinten am sehr gut. Ich muss sagen, auch die Nummer 77 von Trier macht auch von Gefähr mit defensiv sehr gut, ist beim Tacklen gut dran und geht aber beim Tacklen auch gleichzeitig noch auf den Ball, was es unglaublich schwierig macht, das Tackle abzuwehren und gleichzeitig noch im Ballbesitz zu bleiben. Defensiv und offensiv immer wachsam. Schau mal, ob Lennart das jetzt diesmal ausgleicht, nimmt da die Schulter, guck, genau das! Genau das! Ja. Ich sage, er macht es und er tut es und macht auf der anderen Seite das Tor. Starke Aktion, da muss ich auch mal klatschen, das war richtig gut gemacht. Das war auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Trierer, da verstehe ich auch, wieso da jetzt in der Rhein-Main-Liga ein paar Siege rausgesprungen sind. Das ist absolut anständig, was hier gespielt wird. Für ein Team, das ich bisher noch nicht so auf dem Radar hatte. Obwohl sie natürlich jetzt Rhein-Main-Meister sind. Ja. So, Midline Crossed, Thomas Berglitsch sieht hier... So, der ganze hinter Troll ist raus, das ist... Lauf! Aber... Schön gemacht, Nummer 76. Da kann sich ein deutsches Meisterschaftstor aufschreiben. Das tut doch gut, glaube ich. Auf jeden Fall. So, mittlerweile Trier gut weggezogen. 110-40. Bei Kiel ist, glaube ich, so vor ungefähr 4-5 Minuten irgendwie so ein Schalter runtergegangen und nicht in die gute Richtung. Ja, schon 30-20 oder so. Ne? Also seitdem ist es quasi das Tor 90-10 oder 80-10. Ne, 90-10 dann in die Richtung. Die Tendenz zeigt klar pro Kiel auch das Timeout. Leider nichts. Nee, im Gegenteil. Sich als neutrale Zuschauer. Und da gibt es ein kleines Kuddelmuddel. Da sind aber die Kieler Bieter ein bisschen schneller. Oh, und das ist ungewöhnlich, würde ich sagen, dass man an den gegnerischen Hälften den Blatscher behält, den Koffer behält, aber vielleicht auch wieder ein Stück zu überhastet. Jetzt kommt der Reset, ja, sehr gut. Ja. Aber den zweiten Reset nicht und damit ist die Blatscher komplett verloren. Ich würde den Kielern in der Offense ein bisschen mehr wünschen, dass sie sich auch mal trauen, mit anderem Personal als nur mit Lennart zu driven. Ich glaube, ihre Pässe spielen sie ab und zu ein bisschen zu nah an die gegnerischen Flasche. Auf der anderen Seite hier eigentlich ein guter Pass, aber nicht gut genug gefangen und Lennart kann das ganze Ding hier abwehren. Mit Unterstützung von einem Bieter, genau. Ah, war doch keiner. Okay, ich dachte, das wäre Biet. Oder sie haben wieder aufgeschrieben. Nein, sowas
Kann man auch mal machen. So was würde nicht passieren. So. Das ist mir bei mir für letztes Jahr ein paar Mal aufgefallen bei Paris Frogs gegen Titans, dass auf einmal Leute wieder aufgestiegen sind, nachdem sie mitgecallt wurden. Ja, das ist natürlich schön, die Franco. Aber in Deutschland ist da passiert ist tatsächlich ja so, dass der Sport nach wie vor sehr fair ist. Genau, also außerdem. Es ist ja nur Einzelfälle, muss man ja sagen. Ja, so, aber das ist, außerdem, die Deutschen stehen natürlich auf die Regeln. Also Regeln muss man ja einhalten. Und das tut hier Lennart in dem regelkonform den Klatscher. Den Quaffel aufnimmt. Ja. Kurz ist. Okay, Reset war genutzt. Alles wird einmal kurz nochmal geklärt. War das Ding denn durch die Hoops? Das nicht. Und dann ist halt die Frage, ob das Ganze ein Reset war. Aber eigentlich für mich eindeutig ein Torwurf, oder? Was meinst du? Also, das müsste eigentlich alles regelkonform sein. Ist es aber offenbar nicht. Was ist der Call? Was ist der Call? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Delay of Game, weil wenn du resettest, musst du auf dem direkten Weg nach vorne, aber ich... Das war mehr oder weniger direkt, also da... Ja, es kam noch ein Rückpass zu Kelvin, zu Lennart. Ah, ja, so, gut, okay, okay. Hat sich auch mal so streng jetzt, dass Delay of Game pfeifen muss oder sollte. Ja, ich... Das ist ja so die Maske, man muss so schnell nach vorne gehen, wie der Ref geht und der geht in schnellen Schritten voran. Naja. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Vielleicht ist was anderes passiert, was wir nicht gesehen haben. Wie was ich Pass nicht, genau, was gut möglich so. Ist, ich bin kein aufmerksamer Ref-Game-Verfolger. So, Keeper. Und? Ja, ja, lass ihn... Back to Hoops. Das ist auch richtig, also da... Muss man auch keine Karte für geben. Nein, nein. Aber ich höre Thomas Becklisch, das wird beim nächsten Mal, wird ihm deine Karte für geben. Einfach, dass er als Keeper weiß, wir haben schon deine Sicherheit und deine Rechte, die du in der Keeper-Zone hast, die haben wir auch im Blick. Ja, das macht auch sehr gut, wie vorhin gesagt, so, er lässt genug laufen, dass es halt keine Karten gibt und keine Unterbrechung. Ich mag den Stil sehr, Philipp. Trotzdem klar sagt, dass es dann bald nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. So, Kiel so, muss wieder jetzt... ein Reset. Nein, geused. Das ist kein Reset, da das war nämlich keine Option da. Könnte ein Legal Reset sein. Ja. Hatten Sie Glück gehabt, dass beide Bieter da standen und den Eindruck erweckt haben, dass da vielleicht ein legaler Reset bei wäre. Und das ist eine Sache, wo Trier zumindest später knackbar sein wird, dass ihre Bieter manchmal etwas zu stark sich verlagern auf eine Seite und dann komplett frei sind. Wenn da einmal gefangen wird und ein bisschen das Spiel schnell geht in der Seitenwechsel, dann sehen sie da ganz alt aus. Ja. Konnte Kiel noch nicht so gut nutzen, weil sie mit den Chaser noch gut defensiv stehen, die Trierer. Ja. Bei den Kielern hingegen würde ich mir wünschen, wenn die Pässe im Ticken genauer kommen würden. Die sind an sich okay. Und dann bitte nehmt beide Hände, das hat man ja auf der linken Seite gesehen. Die werden besser werden, als wenn du mit einer Hand versuchst, den cool mitzunehmen. Manchmal einfach die sichere Variante ist auch die bessere Variante. So. Nummer 17. Wird vom Keeper gepointet, kommt aber nicht in den Rap rein, kann einfach aber noch weiter... Bleibt auf jeden Fall gut genug dran, dass es... Ich meine, an der Situation muss man ja auch noch nicht unbedingt tackeln. Was will man da tackeln? Und jetzt kann man noch mal faken. 24, fake doch mal, mach doch mal, also, wirf doch mal. Ah. Und er lässt das ist oh, aber gut gekickt. Und weiter, zweiter Versuch. Und die 25 wieder... Mit der langen No-Beater-Situation, aber Kiel gut dran. Aber die 24... Die kommt einfach durch. Die kommt einfach durch. Den kleinen Hub gegen quasi vier. 30 Sekunden lang wird er hin und her gekrapscht, aber sie hat die stärkeren Hände und macht den Quaffel rein. Sehr guter Drive, cooles Ding. So, da war's hier gegen Nummer 22, der Trierer, der hier zu suchen wird, das Spiel zu enden. Ja, das war das erste Tor seit langem. Nachdem wir am Anfang sehr viele Tore hatten, sind wir jetzt bei 16 Toren in 18 Minuten. Ich denke, die meisten haben wir in der ersten Hälfte gesehen. Oh, 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 gute Verteidigung von Trier. Jetzt ist hier ein Blatt schon neben dem Seeker. Mal schauen, ob sie ihn sehen. Ja, sie sehen ihn. Aber man muss sagen, Kiel ist nach wie vor optimistisch. Sie verteidigen den Schnatz. Sie können ja auch sagen, okay, wir haben noch vier Spiele vor uns. Das Gameplay ist ja allein sehr... heute noch vier Spiele. Also das ist ja... Aber Kiel sagt nein. Es sind nur fünf Tore bis ins Swim, dann catchen wir, dann ist Overtime. Genau. So, gucken wir mal auf die Subbox und man muss natürlich auch sagen, Kiel sieht aus mit 21 Leuten knapp, die haben schon alle Bock. Ja. Und mal schauen, ob es klappt. Jetzt ist da ein... Oh. Wohin? Das ist... Wohin? Hat sich da ins Boxhorn jagen lassen, die Nummer 0. Ja. Vom angetäuschten Wurf. Aber eben clever gemacht. Rechts im Augenwinkel da die Frau Wärme gesehen.
aber viel zu unpräzise. Natürlich, ja, ja. Wenn man aus dem Augenwinkel unter Druck spielt. Ja, das ist leicht für zu sagen, die nöhlenden alten Männer am Seitenrand, die alles besser wissen, aber das muss man erstmal auf dem Spielfeld dann auch in die Tat umsetzen. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Wir haben es eine Zeit lang geübt. Oh, schöner Catch von Carmichael. Der gefällt mir richtig stark. Oh! Aber es waren, glaube ich, nicht. Das waren die Stollen. Das macht einen böseren Sound, als es verdient. Aber ja, zu dem, genau, nochmal zu der Herausforderung. Also, wir haben das tatsächlich von den Leuten, die beim Lazio-Auswahltraining oder im 40er-Kader sind, bei uns mit denen geübt, quasi im Einzeltraining, Unterbieterdruck. Und man musste schon ein bisschen, zwei Sessions braucht man, damit selbst auf Nazio-Level quasi die Leute da vernünftige Pässe spielen. Also, es ist auch hochgradig herausfordernd, einen Pass zu spielen im Lauf mit einem Besen in der Hand, wenn du auch noch darauf achten musst, dass hier gerade jemand einen Ball in die Flasche werfen. Ja, genau. Und das ist halt auch ein Skill, der macht auch dann teilweise den Unterschied. Hier hat er ihn nicht zur Schau tragen können, aber das Turnier ist auch jung, vielleicht hat er nochmal die Gelegenheit. Okay, also da ist niemand verletzt, aber das Spiel wurde, sag ich mal, ein bisschen für unterbrochen. Da war halt so ein Mix aus Tripping und über den eigenen Fußstab und der Sound hat dann noch sein Übriges getan. Da hätte ich auch mal ein bisschen wachsameren Blick drauf gehabt. Thomas Berglitsch mit der ersten richtigen Unterbrechung des Spiels und die sei ihm von Herzen gegönnt. Der Schnatz ist auf dem Spielfeld und bis dahin hatten wir ein sehr schön fließendes Spiel. Ja, also an sich, Trier ist jetzt so hinweggezogen, dass ich sagen muss, das Spiel ist eigentlich gewonnen. Das haben sie eigentlich gut im Sack. Kiel hat sich in den Anfangsminuten gut präsentiert, dann irgendwann haben sie so ein bisschen in der Offense den Faden verloren, ungünstige Pässe gespielt, ein paar Gelegenheiten falsch gelesen und Kiel war einfach, Trier war einfach kaltschnäuziger, sofort auf die Turnovers geschielt, schnell mit den Händen am gegnerischen Quaffel dran, einfach verteidigt. Gut verteidigt und gut umgeschaltet. Ja. Haben sie ganz gut gemacht, ja. Auf jeden Fall. Auch gerade die Konter sind natürlich immer Tore, die schnell fallen. Ja, und doch, ja. Und wo man gar nicht sieht im Spielverlauf, ob das so, also so, man sieht keine Überlegenheit vielleicht, aber auf dem Scoreboard macht sich das dann sehr, sehr deutlich. Also ich weiß nicht, ob du mal, ich glaube, das war vor ein, zwei Jahren, war das Rochester aus die USA. Die haben ab und zu mal so ein bisschen versucht, gerne auch mal den Quaffel dem Gegner, sagen wir so, zu schenken und dann auf eine schnelle Interception gehofft, weil einfach eben die Sekunden, nachdem man da einen Quaffelturner hat, sind einfach unglaublich gefährlich für die Verteidigung. Ja. Und da kann man auch schon mal drauf schielen. Auch im Fußball wird es ja mittlerweile gerne mal gemacht. Einfach so ein paar, die Tore erzielt man meistens direkt nach dem Turnover. Ja, auf jeden Fall. So, Nummer 77 kann hier einfach seine Meter machen, wird kaum behelligt, zieht drauf. War der drin? Thomas Berglitz sagt nein. Nein, go, go, go. Und jetzt sind wir bei den 2 Sekunden. Jetzt sind wir bei den 2 Sekunden, über die du gerade geredet hast. Der Bieter noch in der Vorwärtsbewegung. Das fand ich sehr schön. Die Keeperin ruft noch nach Defense, während hinter ihr bereits Lennart den Quaffel im Hub versenkt. So schnell kann es gehen, wenn du halt einfach im. Genau. Tore bist nicht schon Pitch. Oh ja, stimmt. Und bis Swim. Ja, und hier stehe ich so und lästere ein bisschen. Dabei will Kiel hier wirklich noch was reißen. So. Den fand ich schön. Ich muss sagen, ich liebe es ja, wenn der Quaffel sich so vom Ring rein dreht, ganz langsam. Ja. Und auch wenn es jetzt ums Lattenschießen ginge, wäre auch auf jeden Fall weiter. Ja, so auf jeden Fall. Situation. So. Dreh jetzt auch am Schnatz. Wird er jetzt verteidigt? Okay, im Schnatz-Game ist auch wieder alles, hat sich beruhigt. Boah, Carmichael räumt hier richtig auf, keine Klatsche mehr. Und es kann schnell gehen. Er macht den Call, keine Bieter. Aber auf jeden Fall die Farbenschwindigkeit der Kielerin war auf jeden Fall sehr gut. Aber jetzt sind wir beim nächsten Konter. Was man vielleicht jetzt nicht auf der Kamera gesehen hat, was ich sehr schön fand, da war ein Tackle, der ein bisschen außerhalb des Maßes war, da wurde ein Back-to-Hoops gesorgt und bevor er Back-to-Hoops geht, hilft er noch seiner Gegenspielerin aufstehen. Sehr schöner Fairplay-Man. Fairplay, ja. Kiel, so macht man das. Danke, dass ihr in unserer Community seid. Guter Spirit. Schön. Aber es war guter Pass von Nummer 9 auf ihre Kollegin Nummer 5. Und Trier kann sich ein bisschen Zeit lassen. Die Zeit spielt in die Richtung. Ein Handicap wird ihnen gut tun. Wer bisher verteidigt Kiel hier? Mal schauen. Sie können natürlich jetzt auch mal das Spiel langsam machen und ihren Bietern die Chance geben, mal den Sticker rauszunehmen. Genau. Aber die haben noch Bock. Ich glaube, die wollen einfach Tore machen. Ich glaube, die sind hier nach Spiel. Genau.
Sie so, haben der Keeper jetzt auch schön, was man bei Kiel sieht. Der Keeper. Oh ja, clever. Steht da. Und das ist BP4. Und jetzt, er hat das Pickup. Und der Fletcher versteckt von der Nummer 80. Wurde lange nicht gesehen. Oh, gut. Die machen das richtig stark. Ja. Also das Beating-Game von Trier gefällt mir wirklich, wirklich gut. Da hat er es jetzt auch sehr gut gemacht, der Lennart, dass er wirklich gewartet hat. Aber dann hat er dreimal angetäuscht, der Beater, und dann trotzdem noch einen glatten Wurf rausgekriegt. Und dann musst du halt auch erstmal wieder den Pass spielen. Ja. So, Nummer 9. Die hat mir gut gefallen als Passerin. Wenn sie jetzt links die 42 sieht, sieht sie. Und der Beat, wenn er schnell genug ist. Ist er schnell genug? Ja, er ist schnell genug. Wunderbar. Wunderbar. 140-60. So, und jetzt kommt nochmal ein Cherrypick für den Seeker, was man ja auch mal nicht unterschätzen sollte. Das sind immer 30 Meter, die man joggen muss. Ja, ja. So, wenn man das halt fünfmal macht. So. Ja, und ich meine, das ist erst Spiel. Mach das mal bei Spiel Nummer 9 oder Spiel Nummer 8 morgen. Habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Philipp. Ja, ich will auch noch sehen, ne? Schöner Dodge. Das macht einfach saustark. Aber die 24, die sich ja vorhin auch ganz richtig im Sturm hat, war, dass sie sich auch durchgedrängt hat. Ja, genau, also sie ist eine gute Option. Ja, das ist eine sichere Anspielstation, schön frei vor den Hoops. Was mir hier gefällt, die gibt den Angriff erst auf, wenn der Quaffel in der Hand des gegnerischen Keepers ist, und es zahlt sich hier aus. Hier war sie die gute Option. 77k hat den Pass auf sie gebracht und dann macht sie das rein zum 150-60. Langer Seitenwechsel. War das ein Beat? Nein, das ist ja. An der wieder der Konter und unglücklich ausgerutscht. Aber da sieht man diese Kontersache. Ne? Man müht sich und müht sich und müht sich, wirft seinen einzigen Blatscher weg und der Gegner hat keinen Aufwand und macht das Tor. Ja. Ja, das sieht man jetzt auf der 1, auf dem Scoreboard da vor der 50, bei der 150. Genau. Und das sind die Kontertore. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Schwierigkeiten im Quidditch, dass man es schaffen muss, irgendwie in der Offense durchschlagsfähig zu sein, gerade gegen Bludger Control, ohne in diese Konter zu laufen. Und das ist auch immer wieder schwierig und eine der großen Herausforderungen. Das ist die Kür. Das ist die Sache. Versuch, deine Offense effektiv zu gestalten mit nur einem Klatscher in deiner Hand. Und das ist meistens leichter gesagt als getan. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, Kiel mit ihrer ersten deutschen Meisterschaft. So. Ja, also das ist auch vollkommen okay, noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Auf jeden Fall. Es gibt auch leichtere Gegner als die Trierer Thunderbirds, glaube ich. Ich muss sagen, mir gefällt auch, was Kiel hier abliefert. Die haben einige gute Spiele. Hier zeigt ihnen Trier ein bisschen, vor allem im Beating-Game, was Sache ist, ein bisschen schneller im Umschalten. Aber sie machen hier trotzdem ihre 7 Punkte. Auf jeden Fall. So. Und, schöner, satter Beat. Keine Beater kann der Call jetzt gelautet werden. Und wir müssen ja bedenken, wenn ich das richtig sehe, ist hier ein Seed 5, also im letzten Seed gegen den Rhein-Main-Liga-Meister, von daher auch nochmal. Ach stimmt, ja, auf jeden Fall. Das spricht für eure Liga, Philipp, muss man sagen. Das ist, ich meine, euer Platz 5, das ist kein Verlobst, muss ich sagen. So, jetzt Eulberg versucht hier irgendwie an den Schnatz ranzukommen, die Nummer 22 der Trierer. Aber das ist sehr schwierig, wenn sich halt die Nummer 11 der Kieler Kelpies mit allem, was er hat, gegen dich stemmt. Langer Seitenwechsel. Oh, schade. Ja, da war sie dann ein bisschen langsam, kann ein bisschen schneller dann vielleicht nachziehen. Das stimmt, ja. Aber an sich sehr gut gestanden. Ja, ja, eben. Da eben wünsche ich nur, dass sie den einen Schritt auf den Ball zumacht, sich ein bisschen schneller entscheidet, dann ist das auch schon ihr Tor für diese DM. Oh, ist okay. Tor. Alles klar, ja, dann würde ich natürlich auch nicht mehr auf. Aber gut. Okay, da das gab es wohl ein paar Abstimmungen. Ich erstmal schaffen muss, von links von der Keeper, sondern den rechten Hub zu treffen. Das oh, stimmt eigentlich. Also wenn ich einen Hut aufhaben würde, würde ich ihn jetzt ziehen, das ist schon mal... Er wird natürlich sagen, dass es Absicht war. Aber das muss man mir erstmal zeigen. Schöne Deception. Oh, keine Deception. Die habe ich schon gesehen. Ja, haben wir erste Rebounds hier im Spiel. Vielleicht sollten wir mal auch eine Mischung aus Basketball noch dazu nehmen. Ich bitte darum. Und wieder ein Konter. Es sind nur 4 Sekunden. Man braucht nur 3 Sekunden Ballbesitz. Dann macht man das Tor. Ja. Gibt dem Gegner den Ball. Und das macht halt keinen Spaß für die Verteidigung von Kiel. Die fühlt sich da ein bisschen veräppelt, aber was will sie denn machen? Oh, Catch von Kiel! Old Catch. Kennst du, ich habe ja... gesagt, ja. Lassen wir das. Also wenn ich jetzt im nächsten nachgucke, oder Schlitzohrigkeit, dann würde ich, glaube ich, jetzt hier Nelius sehen von Kiel.
Da dreht ihm der Schnatz für eine Sekunde den Rücken zu und er macht das schön von der Seite und der dürfte sicher sein. Ja, was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen. Was ist? Olberg Nummer 22 ist an Nelius vorbeigekommen, versucht dann einen Sprung, deswegen dreht sich der Schnatz ein bisschen weg und ist dann mit dem Rücken zu Nelius, der einfach mit der rechten Hand im Rücken des Schnatzes steht und alles abziehen kann. Absolut clean. Es würde mich äußerst schwer überraschen, wenn das Spiel nicht beenden würde. Mit einem 190 zu 100 Stern damit für die Trierer ausgehen würde. Und das muss ich sagen, das spiegelt den Spielverlauf auf jeden Fall wieder. Trier hat hier am Anfang ein bisschen aufpassen müssen, dann aber aufgedreht. Im Beating Game waren sie besser. Schnelleres Umschaltspiel. Aber auch die Kieler haben sich hier gut geschlagen, gut verkauft. Ich glaube, da wird noch das ein oder andere Siegchen hier für sie bei dem Turnier rausspringen. Und das Spiel wird jetzt abgepfiffen werden. Genau. Das erste Spiel für beide. Genau. Das heißt, es ist ja immer das erste Spiel, ist immer noch ein bisschen ruckeliger, weil man sich einspielen muss. Mhm. Mit den Gegebenheiten bekannt machen muss. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht für die. Aber ich denke, beide Teams hier können auch stolz auf sich sein. Da gibt es kaum bedröppelte Gesichter und das auch zu Recht. 190 zu 100, das war es das erste von Philipp und mir. Dankeschön, Philipp, dass du an meiner Seite warst. Und ich hoffe, wir machen das nochmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.